Und damit begrüße ich Sie herzlich zu den Highlights vom Freitagabendspiel des 26. Spieltages. Arminia Bielefeld traf auf RB Leipzig, der Aufsteiger traf auf auswärts starke Sachsener. Bielefeld gewann letzte Woche bei der Werkself erstmals unter Coach Kramer, erstmals in der Rückrunde und auch erstmals gegen ein Team, aus dem oberen Tabellendrittel. Dadurch rückten sie erstmals seit dem 18. Spieltag von den letzten drei Tabellenplätzen weg auf den 15. Platz. Doch nur ein Punkt entfernt sind Hertha und Mainz. Ein Sieg ist also eigentlich Pflicht, um weiterhin sicher den Klassenerhalt zu sichern. Für RB Leipzig ist ein Sieg aber auch sehr wichtig, weil es nach dem 1-1 letzte Woche gegen Frankfurt mittlerweile schon vier Punkte Abstand auf den Rekordmeister Bayern sind. Blicken wir noch einmal auf die beiden Startformationen beider Teams. Unten im Bild eingeblendet. Bielefeld ändert seine zuletzt in Leverkusen erfolgreiche Startelf auf einer Position für Christian Gebrauer. Rückt Michael Wlapp in die Startelf bei Leipzig. Rotiert Nagelsmann ganze fünfmal soft. Rotierte er 2021 bei Leipzig noch nie. Die Favoritenrolle in diesem Spiel ist ganz klar verteilt. Leipzig ist es und die dominierten direkt in der vierten Spielminute unglaublich gut. Olmo verpasst den Ball zunächst, der gelangt zu den Kuku, der kommt rein ins Zentrum zum Spanier und er probiert es mit rechts. Gute Gelegenheit für Leipzig in der vierten Spielminute. Riesenchance für den Spanier. Erster Abschluss in dieser Partie. Torverhältnis nach 26 Minuten. 1 zu 7 für die Leipziger. 26. Spielminute. Standardsituation mit einem Freistoß für Arminia Bielefeld und vielleicht die Chance für ein wenig. Torgefahr bei Leipziger Tor. Der Ball gelangt zunächst an die linke Strafraumgrenze. Der Ball gelang glücklich zu Kloß, der will es probieren. Der Schuss missglückt aber aus gut 20 Metern. Danach ist vor dem gegnerischen Tor von Bielefeld erstmal relativ wenig zu sehen. Sie stellen sich kompakt hinten rein. Leipzig versucht es mit langen Bällen auf die linke Seite und ist da Halsberg mit dem Kopfball. Über die Latte, aber Ortega wäre da zur Stelle gewesen. Wir sind mittlerweile in der zweiten Halbzeit angekommen. Die erste Halbzeit dominierte ganz klar. Die Leipziger hatten teilweise 75% Prozent Ballbesitz. Olmo und Klostermann erobern den Ball im Gegenpressing. Dann. Ist da gute Kombination mit Olmo und Nkuku vor dem 16er. Olmo, ähm, der grundlegende der flache Ball in den 16er. Und dann ist da Sabitzer mit dem Tor. 0 zu 1, 46. Spielminute. RB Leipzig geht verdient in Führung. Der Österreicher mit seinem sechsten Saisontor. Die Bielefelder Defensive lässt Sabitzer da völlig frei zum Schuss kommen. Er musste den Ball letztendlich ja nur noch reinschieben. Ein chancenloser Torhüter bei Bielefeld, Ortega, und eine nicht gut stehende Defensive bei Bielefeld. Haidara auf Kuku. Der Weg ist versperrt, er legt ab auf Kampel aus zweiter Reihe. Ah, der ist aber deutlich drüber. In der Zeitlupe sieht man, dass der Ball ihm da über den Schuh rutscht. Sonst wäre es eine Riesengelegenheit für RB Leipzig gewesen. Das war's dann. Nach 93 Minuten ertönt der Schlusswurf in der Schüko-Arena. Bielefeld verliert mit 0 zu 1. Gegen Erbil Leipzig. Die Leipziger gehen durch Marcel Sabelzer in der 46. in Führung und hätten eigentlich schon in der ersten Halbzeit das Tor schießen können. Sie dominierten die gesamte Spieldauer, das Spiel hatten viel mehr Ballbesitz und nutzten ihre Chancen im Gegensatz zu der Bielefelder Offensive deutlich besser. Bei den Platzierungen tut sich da tabellarisch erstmal nichts. Beide bleiben auf ihren Plätzen stehen. Leipzig kommt jetzt aber bis auf einen Punkt an den FC Bayern, an den Rekordmeister dran und kann das Titelrennen noch spannend machen. Aminia Bielefeld ist jetzt wie gesagt ein Punkt von Hertha und Mainz entfernt, die ja noch am kommenden Wochenende beide spielen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen spannenden restlichen Spieltag.